Und was für eine Überraschung gibt es diesmal? 1000 Füßler. Verschiedene sogar. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Ja, wir machen hier natürlich gleich mal weiter, hier in diesem Spielstand. Wir sind hier gerade in diesem lustigen Anwesen und ich glaube, oben haben wir schon links erkundet. Haben wir unten links? Zum Glück habe ich einen Schlüssel gefunden. Ah, ja, genau, da sollten wir es nämlich hin. Und ja, oh, da hängt die Mona Lisa, ist sowas aber auch. Schauen wir mal. Na sowas, ist das etwa frischer Melonensirup? Wie kommt das hierher? Geht's? Okay, das sieht halt komisch aus, aber ja, ist ein bisschen ungünstig gebaut, wenn ihr mich fragt. Ein Blutfleck. Diese Holztafel zeigt das Abbild eines seltenen Vogels. Ob ich es wohl mitnehmen soll? Ja, nimm mit. Oh, da leuchtet was. Sieht aus wie ein Funkelstein. Ich habe gehört, dass die sehr selten zu finden sind. Funkel, Funkel, kleiner Stein. Sieht aus, als könnte man diesen Holzstock als Fackel benutzen. Ja, es sieht so aus, ne? Kann man schon mal ausprobieren. Oh, die Musik, die kenne ich doch. Die ist ganz bekannt. Ja, komm, kämpfen wir halt mal. 1000 Füßler, Überraschung. Schmeißdreck, ja, dann mach halt. Sink zu Boden. Botek. Ich meine, wir haben hier gerade so ein, so ein Steinchen in der Nähe, wo wir einfach wieder heilen können. Also warum nicht ausnutzen? Ist das die Mondscheinsonate? Ich glaube fast, dass das die Mondscheinsonate sein dürfte und ich wollte hier nicht wieder rein, aber danke. Also ich meine hier, ne, wir können ja jetzt einfach wieder den hier machen. Und sagen, flupp, Heilung. Müssten jetzt eigentlich wieder geheilt sein? Ja. Wir müssen dafür nicht mal speichern. Es kommt zwar automatisch mit, das Menü, aber nö. Braucht man nicht. Und was für eine Überraschung gibt's diesmal? 1000 Füßler. Verschiedene sogar. Lässt sich nicht beirren. Wupp. Bam. So muss sein. Ich hoffe mir, ich habe jetzt den richtigen erwischt. Das finde ich ein bisschen schade, wenn die gleich heißen. Zumindest sofern jetzt der gelbe stärker sein sollte, fände ich es schade, wenn der nicht irgendwie vom Namen her erkennbar ist. Weil man sieht halt hier unten... Okay, er ist der gleiche, nur in gelb. Fleischpasta, okay, schön. Level up. Öffnen. Hier liegt ein ausziehbarer Kampfstab. Kara wird sich über diesen Fund bestimmt freuen. Okay. Schön, ja. Ich mich auch. Ein Blutfleck. Ja, ich muss halt bei der Musik auch, muss ich offen und ehrlich gestehen, halt an Detektiv Conan denken. Haben wir hier was für Widget? Widgets Favorit. Ja, let's go. So. Ich komme hier nicht durch, die Tür scheint zu klemmen. Ja, yeah, wow, hätte ich das gewusst. Eieiei, aber klar, ist ja alles etwas heruntergekommen. Da kann das schon mal passieren.
Diese seltsame Tür hat keinen Türknopf, dafür aber ein seltsames Schloss mit Zahlen. Ah, ich weiß die Zahlen immer. Zahlen eintippen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier eintippen soll. Am besten, ich sehe mich hier erst einmal um. Ah, wir hatten schon was gefunden. Aber ich weiß die Zahlen immer. Menü, Objekte. Ja, Widgets Favorit, schön. Haben wir das hier zufällig drin? Plätzen. Hier steht 797426. Notiz 1. Okay. Wir haben es, aber. Ja, okay. Wir müssen uns noch mehr umsehen. Zahlen eintippen. Ah, schade. Miep. Miep. Fledermann-Überraschung, okay. Sink zu Boden, so soll's sein. Der merkt an dir. Nee, nee, lass, mach mal nicht hier. Wurftech. Freuet euch, Flügel halten. Ja, da freue ich mich. Da ist nichts drin, okay. Wobei, komm, speichern wir mal. Und wir machen mal Folgendes. Die Widget darf nochmal. So. Olle Widget darf nochmal. Hi. Tausendfüßler-Überraschung. Ja, dam, 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 dam. Schlägt auf den Gegner ein. So soll es wirklich sein. Sinkt zu Boden. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Wie viel haben wir noch? Ja, komm, da können wir nochmal in den Kampf gehen. Let's go. Oh, okay, aber nicht gerade gegen die Fledermänner. Ich spare mir halt gerne jetzt die Potions und so. Weil die kann ich gut gebrauchen, wenn ich hier sowas nicht in der Nähe habe. Einfach ein bisschen sparsam denken. Und jetzt machen wir halt erst die Kämpfe, weil die ja scheinbar auch von dem Hungersystem, sag ich mal, beeinträchtigt werden. Wie gut die reinhauen und wie schlecht. Und dann kann ich mich immer noch in Ruhe umschauen, weil die kommen ja nicht wieder. Und ja, also das ist gerade so der Plan, Leute. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Auch wenn ich da jetzt ein paar Mal hin und her laufe. Aber passt schon. Ja. Nein, ich wäre ja blöd, wenn ich mir hier nicht so ein bisschen Geld und Items spare. Wenn ich schon jetzt hier an so einem Ort bin, wo ich so easy die Möglichkeit habe, dann machen wir das auch mal. Wie gesagt, also geschenkten Gaul klotzt man nicht ins Maul. Ah, Zahlen eintippen. Was soll ich bloß eingeben? Oh. Ja, wow. Eine Giftfalle, wie ich die hasse. Ja. Das zweite scheint zu funktionieren. Heilt mich das Ding auch? Ich denke nämlich, also, dass das auch Gift heilt. So. Easy peasy. Ah, Fackel. Da wird nicht lang gefackelt. Ja, hau rein.
Ja, warte mal, wir hatten ein Level-Up. Können wir da nicht vielleicht Punkte verteilen? Ich glaube, das wäre ein ganz guter Plan. Das dann am besten mal auf Angriff. Der Kampf ist vorbei, freut euch. Ja, machen wir. Punkte. Widget. Angriff. Ein Punkt ergibt einen Angriff. Du kannst 5 verteilen. Okay, alles klar. Du hast keinen Punkt. Alles klar, ist okay. Und Kara? Du hast keine Punkte. Dann halt nicht. So. Let's go. Tausendfüßler Überraschung. Und wie stark sind sie jetzt? Ja, kann man schon mal machen. Kann man schon mal moken. Der Kampf ist vorbei. Fleischpasta. Schön. Haben wir hier noch Gegner? Na, ich gehe mal kurz zurück. Heilen. Heile, heile Segen machen. Ich hab dann doch lieber ein bisschen MP wieder dabei. Ihr kennt das ja. Und ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen lame, aber wer weiß, wie rar später diese ganzen Heil-Items und so gesät sind. Deswegen, ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, so nett, dann machen wir das auch. Was da wohl drin ist? Hoffentlich keine ekelhaften Spinnen. Das müssen wohl Goldäpfel sein. Bin mal gespannt, ob sie wirklich stärker machen. Okay. Ja, den Raum hier mache ich mal aus Ausnahme jetzt. Aber Kara leidet weniger schnell wieder an Hunger. Okay, halt den hier noch. Nichts. Dazu sagt sie auch nichts, okay. Du Viech, lass dich erledigen. Tausendfüßler Überraschung, oh Mann, ey. Schmeißt mit Dreck. Das ist natürlich nicht so cool. Oh wow. Sie wollen also doch die MP-Skills. Die können sie haben. Erledigt. Fleischpasta. Ich meine, wir kriegen auch Fleischpasta. Das ist auch cool. Was macht die eigentlich? Fleischpasta. 100 Angriff von... Oh. Energie? Ach so, das ist... Oh. Hebe ich mir auf. Hebe ich mir auf. Das kann ich an anderen Orten besser gebrauchen. Weil wie gesagt, hier kriege ich die Heilung hinterhergeschmissen. Da heb ich mir das doch natürlich auf. Nichts drin. Diese Kiste ja eröffnen. Hier liegen nur 2 angefangene Grauzalben. Naja, besser als nichts. Ja, eben. Habe ich hier schon? Ja. Okay. Dann Heilung bitte. Moment. Ah, die kann ich nicht anzünden. Schade. So. Aber woher die wohl wusste, dass der Zettel nach da rechts gehört? Braucht mich nicht jucken. Wo die Musik nur herkommt. So. Oder glitzert's? Glitzer, Glitzer. Ein Funkelstein.
Ach je. Und hier? Kaffeebohnen. Mit etwas heißem Wasser schmecken sie sicher gut. Okay. Na, wenn sie meint. Kaffee ist eigentlich nicht unbedingt so ein Getränk, was Kinder sonderlich mögen würden. Also. Aber na gut. So. Zack, zack. Und? Hier liegen eine Menge leerer Konservendosen. Wer weiß, vielleicht kann ich daraus einen kleinen Profit rausholen. Es sind 6 Stück. Oh, eine Flederfrau ist jetzt auch dabei, okay. Schmettert den Gegner nieder. Woll! Oh, schön. Lässt sich nicht beirren. Ja, so soll es sein. Und schmettert den Gegner nieder. Konzentriert sich. Sinkt zu Boden. Freut euch. Schön. Der Level ab. Punkte. Widget. Energie. Schutz. Wie viel kann ich verteilen? 5, ne? 5 kann ich verteilen, ja. Wow. Und Kara kriegt auch nochmal. So. Ach so. Verrostete Konservendosen kann ich nicht verkaufen. Okay. Dann halt nicht. Dum, dum, dum. Und? Hier liegt eine Notiz mit Zahlen. Ah, den Rest kann ich irgendwie nicht entziffern. Ist so eine Art Passwort. Okay. Ja gut, vielleicht waren ja entsprechende Zahlen nur angegeben, wodurch sie sich denken konnte, die Notiz passt an den anderen Zahlenschlössern nicht. Interessant, hier liegen 2 Wurzelstäuben. Es wäre eine Verschwendung, sie jetzt schon zu benutzen. Ich sollte sie lieber aufheben und für einen späteren Zeitpunkt verwenden. Okay. Okay. Erst auf dem Rückweg werden wir hier mal durchgucken. Hier ist was drin. Eine Krautsalbe. Okay. Ich wollte noch nicht gehen. Ich wollte hier gucken und hier. Okay, jetzt will ich gehen. So. Dass die noch nicht vor Hunger umkippt. Nix. Na gut, aber. Objekte? Karas Favorit. Widget brauche ich auch noch was. Widget. Und dann würde ich sagen. Das ist es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Eroberung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.